Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Helm Immobilien, Ihr kompetenter Partner für Vermietung und Verkauf in der Metropolregion. Spaß, 40 Jahre Schaudern. Zum 40. Mal treffen sich die Freunde der Nacht, die Gleichgesinnten, zum Ball der Vampire. Happy Birthday! Matt. Sie werden sich dann aus dem Tagesgeschäft dieses Balls zurückziehen, ist das richtig? Ja, das stimmt, da haben Sie vollkommen recht. Meine Tochter, die ist mit Leib und Seele dabei, diesen Ball für die Zukunft mitzuorganisieren. Aber ich werde immer noch mal hier in den Ball schauen und werde dann endgültig einmal mitfeiern können, während meine Tochter arbeiten muss. Können Sie sich an Ihren ersten Ball erinnern, wie viele Zuschauer bzw. wie viele Gäste Sie da hatten? Das war natürlich, zu der damaligen Zeit war das ein unheimliches Risiko. Ich hatte in den 70er Jahren den Tanz der Vampire von Polanski gesehen und ich war von diesen Filmen so begeistert und dann dachte ich mir 3 Jahre später, das ist vielleicht das richtige Faschingsthema. Und dieses Faschingsthema habe ich beibehalten. Und es hat sich gezeigt, dass hier heute so viele Vampire da sind. Herr Flamme, Sie werden es ja in Zukunft übernehmen. Was wird sich ändern? Jetzt ist der Papa weg. Gibt es neue Sachen, die Sie vielleicht verändern möchten? Ja, es gibt so ein paar Sachen. Wir haben in den letzten Jahren ja auch den SWR 3 noch die Dance Night mit reingenommen. Aber so vom Grund her soll es schon bei der handgemachten Live-Musik bleiben, sage ich mal. Und der Papa ist ja auch nicht weg. Der Graf Dracula wird immer einen Ehrenplatz bekommen. Und dann kann er sich schön hinsetzen und entspannen und sich den Abend anschauen und genießen. Etwas gedauert hat. Ich bin nämlich Carmilla. Das ist eine alte Geschichte von Sheridan Le Fanu und ich habe vor
etwa 10 Jahren, über eine sehr lange Zeit, dieses Theaterstück als Carmilla, eine lesbische Vampirin, gespielt. Zauberpinselchen, Natascha Pfeiffer. Natascha, du hast hier wieder ein Kunstwerk vollbracht. Was stellt ihr dieses Jahr dar? Dieses Jahr ist ja der Geburtstag. Daher haben wir gedacht, wir machen es ganz edel und kommen als venezianische Vampire. Wie lange hast du gebraucht für dieses komplette Kunstwerk? Da gehen schon einige Stunden ins Land. Ich muss auch dazu sagen, wir zelebrieren das auch richtig und machen da schon richtig schön Party. So, die ganzen Verkleidungen, die Atmosphäre, einfach nur 40. Ball, kann man sich das vorstellen, der 40. Ball. Liebe Zuschauer, der Ball der Vampire ist nicht nur gruselig, sondern auch sexy und geheimnisvoll. Das ist nicht nur geheimnisvoll, sondern die Kerze sollte wieder angehen, du verficktes Scheißding. Das war ihre Tina und Markus direkt aus Heidelberg. Okay, ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, what? Vampire ball. Vampire ball. Happy birthday.